Moin und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, der Kalle schon wieder. Und zwar habe ich in einem Kommentar die Frage gestellt bekommen, hast du auch Probleme unter lm.de mit Aktualisierung? Eigentlich habe ich bis jetzt noch keine Probleme festgestellt, aber ich hatte auf diese Frage hin, war es jetzt so, habe ich mir das mal angesehen. Ich habe ja den GNOME Desktop installiert. Ja, es sind hier Aktualisierungen drin. Und zwar habe ich hier in den Einstellungen, Aktualisierungseinstellung, habe ich die Benachrichtigung alles eingeschaltet, aber er macht es nicht automatisch. Automatische Aktualisierung ist eigentlich aktiviert. Warum er das trotz alledem nicht macht, weiß ich nicht. Muss ich jedes Mal das jetzt hier, die Software öffnen und die Aktualisierung anklicken und dann, ja, das alles dann aktualisieren? Ich weiß es nicht. Ich werde da jetzt mal drauf achten, und weil das ist ja doch schon wichtig, ob das automatisch aktualisiert wird oder nicht. So, ich kann jetzt nur sagen, ja, herunterladen, alle aktualisieren. Wenn ich jetzt sage, alle aktualisieren, oder ich sage jetzt hier, jetzt ist es auf dem neuesten Stand. Und er sagt, zuletzt überprüft vor 7 Tagen. Stimmt ja nicht, habe ich eigentlich jetzt gerade gemacht, ne? Also da ist wohl noch ein kleiner Bug drin oder so. Gehe ich mal von aus. Zumindest ist es jetzt hier. Jetzt ist es aktuell. Gut, wenn ich aber mich abmelde und starte unter Cinnamon, dann habe ich in der Leiste oben immer das Icon drin stehen, dass Aktualisierungen da sind. Ich sag mal, wenn das jetzt so ist, ich klicke hier ja einfach nur zwischen Datum und Uhrzeit hier zwischen. Dann habe ich das, sehe ich ja hier, die, was gerade aktuell ist, und bitte nicht stören ist eigentlich aus. Also er müsste mir normalerweise Bescheid geben, und ja, habe ich bis jetzt ehrlich gesagt noch nicht drauf geachtet, und es ist mir auch noch nicht aufgefallen. Nur dass ich eben halt, ja, zwischendurch mal, weil ich mal gerade dran denke, klicke ich hier drauf, ja, oh, Aktualisierung, da hat er noch nicht gemacht, mache ich jetzt. Jo, und deswegen ist mir das ehrlich gesagt noch nie aufgefallen. Aber ich werde darauf achten, ob der da automatisch aktualisiert oder nicht, weil eine andere Einstellung habe ich nicht gefunden. Hier ist nichts. Und in diesen Einstellungen hier, so, da ist nur die Info. Aber die Aktualisierungseinstellungen, wie gesagt, hier sind eingeschaltet. Aber scheinbar macht er es nicht automatisch. So, ja, so viel dazu, zu der Aktualisierung bei lm.de. Jetzt ist es aber, wie gesagt, das ist der GNOME Desktop. Ich starte jetzt gleich nochmal eben den Cinnamon Desktop. Und da zeige ich euch das auch noch mal. Eine Ewigkeit später. So sieht das dann aus. Und wenn ich eine Aktualisierung hier habe, dann steht die hier oben eigentlich drin. Und hier ist es mit den Einstellungen auch etwas anders. Aber trotz alledem, ihr seht,
Das Kügelchen dreht und dreht und dreht. Cinnamon braucht, glaube ich, einfach ein bisschen länger. Und die Aktualisierungseinstellung hier, das steht hier nämlich nicht drin. Wie ich das bei Cinnamon noch weiß, oh, da habe ich jetzt schon länger schon was nicht mehr gemacht. Ja, da ist halt, oh Mann, man schaut einfach mal nach. Und irgendwo haben wir ja die Einstellungen von wegen der Willkommensbildschirm. Wo war denn das nochmal drin? Ja, das ist, wenn man das länger nicht mehr macht, ne? Alles über GNOME und Aktualisierungsverwaltung. Da ist es doch, sage ich doch. Da hätte ich auch so aufrufen können, ne? Gehe ich mal von aus. Aber da, ja, genau, da ist sie ja. Och ja. Ja, ja, so ist das. Aber gut, okay. Warum einfach, wenn es auch umständlicher geht? Ich mag es umständlich, so lerne ich noch ein bisschen mehr vom System. Ja, ich kann jetzt hier auffrischen. Das wird aktuell sein alles. Ich habe ja gerade erst das Update gemacht gehabt unter GNOME. Und hier hat man aber mit, ja, also ich ganz ehrlich, ich bin der Meinung, der Cinnamon Desktop ist langsamer. So, hier haben wir die Einstellungen gehabt und hier ist nämlich das mit der, wie oft er das machen soll. Und ja, bis jetzt hatte ich hier noch keine Probleme gehabt. Nur wie gesagt, der Desktop hier, im Prinzip interessiert er mich nicht mehr. Ich bin wirklich mittlerweile mit dem GNOME so zufrieden. Alleine schon hier eine zweite Leiste musste ich hier erstellen. Da hatte ich jetzt letztens erst wieder Probleme gehabt. Dann habe ich hier irgendwas angeklickt gehabt und dann war die Leiste auf einmal weg. Ich habe gesagt, wo ist sie hin? Sie kann ja nicht einfach verschwinden. Nein, sie war auf meinem zweiten Desktop, der hier auf dieser Seite rechts direkt daneben ist. Da war die Leiste auf dem Monitor auf einmal zu sehen. Und ich habe sie erst überhaupt nicht wieder zurückgekriegt, wo sie hin sollte. Ja, ich hatte auch schon mal den Gedanken gehabt, je länger Linux läuft, desto mehr Probleme tauchen auf. Gut, kann passieren. Weiß ich nicht. Will ich jetzt auch nicht irgendwie behaupten, dass so etwas passieren könnte. Nur, wie gesagt, das war schon einmal so, diese Systeme installieren, dann ist immer alles wunderbar, weil ein frisch installiertes System läuft immer super. Sei denn, es passiert mal was bei der Installation. Okay. Kann auch passieren, sicherlich, aber im Prinzip ist es so, ein frisch installiertes System läuft einfach super und sauber. Ich habe ja jede Menge nachinstalliert hier schon und arbeite auch schon eine ganze Zeit lang mit dem System. Ja, und jetzt erstmal wieder, ach so, was auch noch ist, Leute, mal eine Frage noch an euch, wer kann mir da vielleicht helfen? Ihr seht hier oben in der Mitte, in der Leiste, habe ich das Datum so schön. Mittwoch, ja, Februar 14. Gefällt mir eigentlich nicht. Da gehe ich ja in Einrichtung rein. Dann geht das hier in den ersten. Das Prozent E mache ich hier weg. So, ihr seht es. Dann gehe ich da vor. Sage Prozent kleines e, mach ein frei, das Komma gefällt mir auch nicht, so,
und dann passt das. Das ist echt super hier in dem Cinnamon Desktop. Kann ich so etwas auch in dem GNOME Desktop so einstellen? Und wo geht das? Wer weiß das? Ich habe es bis jetzt noch nicht gefunden. Wunderbar, wieder unter GNOME. Also ganz ehrlich, mir gefällt GNOME eigentlich richtig gut. Hier seht ihr die Informationen, die dann kurz aufploppen. Ja, kann ich jetzt eigentlich im Prinzip auch sofort wieder wegmachen. Hier würde jetzt auch stehen, Aktualisierung verfügbar. Da habe ich immer noch nicht gefunden, wie ich das einstellen kann hier, dass die Zeit etwas länger bleibt, dass dieses Fensterchen, was er mir da als Info anzeigt, ich habe es immer noch nicht gefunden, wo ich das einstellen könnte. Hier zeigt er mir schön Mittwoch, 14. Februar an. Warum kann ich das hier oben nicht einbauen? Das hätte ich ganz gerne. Ich kann zwar Weltuhren hinzufügen, aber ich kann das Datum da oben nicht so einstellen, dass er mir das so anzeigt, wie ich es gerne hätte. Und das meinte ich, ist nicht wichtig. Ich weiß, ja, das ist ja genauso wie dies hier. Ist nicht wichtig, macht aber Spaß. Das ist ja der schöne Vorteil gegenüber Windows. Wir haben hier die Möglichkeit, in Linux alles einzustellen, alles so zu konfigurieren, wie wir es gerne hätten. So mit dem Fensterchen abbrennen lassen und all solche Spielereien. Muss nicht sein, kann aber sein. Warum mache ich es? Weil ich es jetzt kann. Ja, gute Sprüche, ne? Ja, ich habe extra lange, lange geübt dafür. Gut, aber wer weiß wirklich, wo kann ich das einstellen? Hier oben, damit das schön das Datum hier oben ist. Ich habe es bis jetzt noch nicht gefunden.